Und da sind wir wieder zur nächsten Folge. Wir sind jetzt hier auf dem ersten von vier Planeten, glaube ich, angekommen, auf Yamaspacea. Wir sind jetzt auf Yamaspacea. Bekommst du auf diesen Positionsanzeigern irgendein Signal, Fenrich Kralek? Diese miese Ausrüstung ist ätzend. Um das Signal zu verfolgen, müssen wir seine genaue Frequenz haben. Und das heißt, wir müssen die Abstoßstelle zuerst finden. Wenn wir sie finden, werden wir die Frequenz haben. So ist das. Einfach. Aber warum zum Teufel haben wir dann diese Lokalisierer? Ich kann da nicht folgen. Wenn wir die Abstoßstelle finden müssen, um die richtige Frequenz zu bekommen, warum brauchen wir dann diese Lokalisierer? Bah, immer verkomplizierst du die Dinge. Lass uns die richtige Frequenz raten. Es sollte nicht zu schwierig sein. Eine fünfstellige Zahl? Klar, mach ruhig weiter. Also warum gehst du nicht ein wenig das Resort erkunden? Vielleicht haben die Einheimischen ja etwas gesehen oder gehört. Und du? Ich werde versuchen, die Frequenz nach dem Zufallsprinzip zu erraten. Ah, sehr schön. So, jetzt werden wir mal speichern. Mal wieder. Hier mal speichern, okay. So, wie geht's jetzt weiter? Gehen Sie zum Hotel. Wir sollen das Ressort erkunden. Steinmauer. Eine robust aussehende Steinmauer. Was gibt's noch? Wollen wir ins Hotel gehen? Ich meine, es naheliegend. Einer der Steine ist ziemlich seltsam. Ah, okay. Schwarz statt weiß. Ein Feuerstein. Es ist ein schwarzer, robuster Feuerstein in eine Wand zementiert. Okay. Gehen wir mal ins Motel. Mal glupschen, was da so los ist. Ah, okay. Was gibt's hier denn so? Gehen Sie zur Windmühle. Gibt's hier auch noch? Komm, wir gehen mal zur Windmühle. Ah, ja. Gehen Sie hinein in die Windmühle. Ah, hier gibt es natürlich wieder tausend Sachen, wa? Fensterreiniger. Okay. Was gibt's noch? Mal alles hier absuchen. Egal. Platte. Schau, da ist ein Stück von einer Tafel darunter. Können wir die nehmen? Ja. So, ich habe die Tafel. Eine Truhe, die man nicht anfassen kann, oder was? Gib mir die Truhe, gib mir die Truhe. Wir haben 1821, sehr schön. Okay. Hier ist doch noch, hier war doch noch was, war? Kiste, okay. Da ist noch was drin. Es ist eine Art Buch. Ich nehme es raus. Jetzt haben wir noch ein Buch, okay. Was denn für ein Buch? Ah. Dieser verdammte alte Laren hat uns wieder Felsbrocken den Berg hinunterrollen lassen. Ich sah Leute vor mir, die zerquetscht wurden. Kein schöner Anblick, kann ich Ihnen sagen. Wenn er weiter neue Taktiken wie diese ausprobiert, werden wir alle bis zum Ende dieses dummen Krieges tot sein. Muss sagen, dass ich mir fast wieder in die Hose nass gemacht habe. Die Hose. Doch aufgrund meiner Erfindung sind die Zünder sicher. Morgen werden wir nach Burnfield Canyon am äußersten Rand der Space-Dralia-Wüste aufbrechen. Ich weiß wirklich nicht, warum zum Teufel wir da hingehen. Wahrscheinlich, um diese Festung zu verteidigen. Stellen Sie sich vor, ein einziges Gebäude in einem 100-Raummeilen-Radius. Sieht aus wie ein Gefängnis. Kann ich Ihnen sagen. Wie auch immer, ich werde wieder mit Zündern und Sprengstoff spielen können. Habe es zustande gebracht, eine Brücke in die Luft zu sprengen mit einer Zündschnur, die sich über den Fluss spannte. Meine Trockenzünder-Erfindung scheint zu funktionieren. Der Trick besteht darin, dass das Feuer innerhalb des Sicherungsschlauchs brennt, wodurch es alle Arten von Zerstörungsmissionen ermöglicht. Ich weiß nur, dass die dumme Union für mein intellektuelles Eigentum nicht zahlen wird. Und doch werden sie es als eine militärische Erfindung nutzen. Ah, zur Hölle mit ihnen und der Union. 12. Oktober 1815, Fusemann. Okay.
Ein Tagebuch von dem Herrn Fusemann. Eine Truhe, na wusste ich doch, dass wir die auch aufmachen können. Ich kann sie nicht öffnen, warum nicht? Mach die Truhe auf, sie ist verriegelt. Schloss. Ich schätze, da hast du den Schlüssel reingetan. Okay. Ich schätze, da hast du den Schlüssel reingetan. Ja, den Schlüssel, den würde ich ganz gerne. Wo ist denn der Kalender? Mal angucken. Der 1. Mai ist vorbei, sagt er. Eine kleine Fußnote besagt, mach ein wenig Gartenarbeit. Okay. So, Hammer. Okay, jetzt haben wir einen Hammer. Können wir den Hammer mit der Truhe benutzen? Kann ich nicht gebrauchen. Okay. So, was gibt's noch? Hier, war hier noch was? Hier, guck, 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 guck. Windmühle verlassen. Hier müssen wir nochmal schön alles abgrasen, ob hier noch was ist. Die Truhe, okay, das Schloss, da braucht man einen Schlüssel für, würde ich mal jetzt unterstellen. Schloss, okay. Hier gibt es nichts mehr, hier vorne, ne. So, okay. Mehr gibt es hier scheinbar nicht. Gut, dann werden wir wieder rausgehen. Was hat man jetzt eigentlich hier? Das Buch, das war das Tagebuch. Dann haben wir hier ein bisschen Glasreiniger. Dann haben wir ein Stück von der Tafel. Das können wir uns das mal angucken. Eine Tafel mit merkwürdigen Markierungen drauf, okay. Jetzt gibt es hier einen Moldmaker. Der Moldmaker 3000. Was gibt's noch? So einen hatten wir auch im Ferienlager. Moldmaker 3000. So einen hatten wir auch im Ferienlager. Okay. Ein Riesending. Wozu ist denn der? Können wir da irgendwas drauf anwenden? Haben wir irgendwas, was wir auf den Flächen Hammer? Wollen wir probieren? Geht nicht? Robretter. Können wir den darauf anwenden? Nee. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück. Du. Vielleicht sollten wir jetzt wirklich das Hotel mal erkunden. Komm her hier. Taschen. Was ist denn das hier? Das sieht doch sehr markant aus, oder? Es sagt Samen. Taschen. Es sagt Samen. Okay. Melonen. Hey, das sind die Space Dralia Melonen. Eine erfrischende, saftige Frucht. Pflanzen. Nette kleine Pflanzen in kleinen Gläsern angepflanzt. Fass noch? Früchte. Alle Arten von Obst und Gemüse. Okay, dann quatschen wir den mal an. Hallo zusammen. Ich bin Captain Brave, ein Space Police Officer. Willkommen in Yamas Pasea, einem Ort der Ruhe und Entspannung. Wie kann ich Ihnen helfen? Also was ist dieser Ort? Das war einmal ein fabelhafter Urlaubsort. Aber jetzt, wie Sie sehen können, sieht es ziemlich übel aus. Seit die Union die Steuern erhöht hat, gingen viele der Resorts in Konkurs. Durch Verbindung zur Regierung habe ich es geschafft, dieses Motel zu bekommen. Sind Sie alleine hier? Nun, meine Mitarbeiter sind noch nicht eingetroffen. Ich bin immer noch mit der Renovierung einiger Dinge im Motel beschäftigt. Ich habe gerade einen Obst- und Gemüsestand eingerichtet. Wohnen hier irgendwelche Gäste? Keine, außer dem alten Mann im Park. Er verbringt seine Tage meist dort. Ich störe ihn nicht und er stört mich nicht. Ich sehe keine Touristen. Warum? Die Union erhöhte nach dem Krieg die Steuern. Die Menschen der äußeren Planeten sind jetzt viel ärmer. Nicht zu vergessen die globale Geldkonvertierung in Eulers. Ich wollte etwas anderes fragen. Sicher. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche seltsamen Geräusche gehört? Zum Beispiel? Wie ein abstürzendes Raumschiff? Nein, habe ich nicht gehört. Dieses Motel ist ziemlich schalldicht.
aber der alte Mann im Park kam, um sich über den Lärm zu beschweren. Oder die Landung meines mächtigen Space-Verfolgers? Sie, das hörte ich. Vielleicht lassen Sie mal das linke Triebwerk überprüfen. Sie haben fast den Lichtsignalmast gerannt. Genug zum Thema Lärm. Okay, ich werde jetzt losziehen. Passen Sie auf sich auf. Gut, das war das. Was? Oh, ein Rad gibt's hier noch. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich das nehme? Nein, ich brauche es nicht. Ich kann das nicht bewegen. Die kleinen Schrauben verhindern das. Können wir das Ding hier als Schraubenzieher nehmen? Nö. Können wir den Hammer nehmen? Nein. Schild. Das Schild weist auf den Park hin. Okay. Gehen wir mal zum Park. Ah, da ist der alte Mann im Park. Hahaha. Weil der Robretter, der hat ja jetzt auch noch nicht allzu große Rolle gespielt. Was ist das für ein Schild? Auf dem Schild steht Kavadischer Riesenbaum. Gepflanzt 1821. Hier ist der alte Mann. Hallo, ich bin Captain Ralph. Was zum... Sind Sie verrückt? Mein Herz stand fast still. Was? Was meinen Sie, was? Herzinsuffizienz amüsiert Sie. Sally? Nein, ich war gerade nicht, ich wollte... Wenn Sie ein Soldat wären, hätte ich Ihnen jetzt 30 Peitschenhiebe verpasst. Mit dem Stacheldraht. Wer sind Sie und was wollen Sie? Haben Sie eine Nachricht von Lucy? Nein. Sagen Sie, sind Sie schon lange hier? 10 Jahre, ein paar mehr oder weniger. Haben Sie in letzter Zeit ein Schiff abstürzen gehört? Ja, habe ich. Warum? Weil ich alt bin. Muss ich auch noch taub sein? Nein, absolut nicht. Captain Barth respektiert ältere Menschen und hilft ihnen immer beim Überqueren der Straße. Bezeichnen Sie mich als unfähig? Ich bin so unabhängig wie ein Schwein auf dem Eis. Sicher sind Sie das. Nein, wirklich, hörten Sie etwas? Der Absturz eines Schiffes vielleicht? Natürlich habe ich das gehört. Unten in den Sümpfen. Weckte mich. Und dann dachte ich, ich höre Lucy. Wer ist Lucy? Haben Sie gerade gesagt, ich wäre ein Schwein? Nein, Sie sagten es. Nennen Sie mich einen Lügner. Ich weiß. Sie sprechen in Rätseln. Ich hasse Rätsel. Das ist, weil Sie dumm sind. Lassen Sie mich in Ruhe. Husch. Netter Spazierstock. Ja, hab ich von Lucy. Möchten Sie ihn sehen? Ja, sicher. Dann kommen Sie ein wenig näher. Ein bisschen näher. Da! Boah, ganz ruhig, Rentner. Beruhigen Sie sich. Tut mir leid. Netter Spazierstock. Ja, na, möchten Sie ihn sehen? Okay. Nein, nicht wirklich. Dann hören Sie auf, mich zu belästigen. Tut mir leid, Sie zu stören. Ja, gehen Sie jemand anders belästigen. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Ihre Neugier hat Sie zu Krampas Beute werden lassen. Okay. So, was gibt's hier noch? Den großen Baum. Okay. Nun, das würde ich einen sperrigen Baum nennen. Hehe, ich erinnere mich, dass ich einen bestimmten Namen in einem von diesen geritzt habe. So geht's hier. Oh, Büsche. Diese Büsche haben einige seltsame Blumen. Blumen. Okay, ich habe die Blume. Gut, jetzt habe ich hier eine Blume. Noch eine Blume. Okay. Geht's hier noch weiter? Nö, erstmal nicht. So, nochmal suchen, Robocop. Ach so. So. Großer Baum, okay. Parkbank.
Das ist eine schöne Bank aus dem 18. Jahrhundert. Stabile Eiche, feinstes Messing, wunderschön. Okay. So, was gibt's noch? Gibt's noch den alten Mann, mit dem wir sprechen können? Großen Baum haben wir uns angeguckt. Haben wir uns das Schild eigentlich angeguckt gehabt? Ach ja, stimmt, da stand ein Riesenbaum, okay. Das Gebüsch, die Büsche hatten wir. Blumen hatten wir. Hier nochmal, noch mehr Büsche. Das sind schöne Blumen. Sonderbar, der Geruch hat so eine beruhigende Wirkung. Ach, Drogen oder was? Mal durchsuchen hier. Fünfblättrige Blumen mit einem entspannenden Geruch. Okay. Gut, dann können wir, glaube ich, wieder zurückgehen. Zurück zum Motel. Und das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Captain Brass. Das hat wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Leute. Es wird ja scheinbar immer amüsanter. Das Gespräch mit dem Opa fand ich eben sehr interessant. Gut, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.